Als sich Mensch und Pferd das erste Mal begegneten, war das Pferd vermutlich nur Beute. Dem Menschen ging es um das Fleisch. Erst vor etwa 5000 Jahren erkannte der Mensch, dass er das Pferd auch anders nutzen kann. Pferde mussten Wagen, Pflüge und Kähne ziehen oder Mühlräder bewegen. Oder für die Menschen in Kriege ziehen. Das ging aber nur mit Gewalt. Pferde wurden angeschirrt, zugeritten, mit Peitschen geschlagen und mit Sporen malträtiert. Heute hingegen ist das Pferd kaum noch ein Arbeitsgerät im Alltag. Heute ist es vor allem eins: ein Geschäft. Allein in Deutschland gibt es rund ums Pferd mehr als 10.000 Firmen. Mit einem Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro. Ein Pferd ist noch immer ein Statussymbol. Denn für erfolgreiche Pferde werden gerne zweistellige Millionenbeträge gezahlt. Vor allem im Sportbereich. Hier scheint es überhaupt keine Grenzen zu geben. Der erfolgreichste Polospieler der Welt ließ sein bestes Pferd klonen. Jetzt steht sein Liebling gleich 8-mal am Spielfeldrand. Und er wechselt die Klone während eines Spiels wie ein Rennauto die Reifen. Im Sport steht auch heute noch der Nutzen des Pferdes im Vordergrund. Anders bei den Freizeitpferden. Hier sehen viele im Pferd ein Familienmitglied. Und heute sind es weniger die Männer, sondern Mädchen und Frauen, die Pferde lieben. Der Frauenanteil unter deutschen Reitern liegt bei knapp 80%. Unzählige Bücher und Filme erzählen von Mädchenfreundschaften zum Pferd. Und Umfragen zufolge würden viele Frauen eher ihren Mann verlassen als ihr Pferd. Im Vergleich zu den geschundenen Sportpferden scheint das Leben vieler Freizeitpferde relativ rosig zu sein. Aber nicht immer. 2/3 der Pferde leben die meiste Zeit allein in Boxen, stehen oft stundenlang auf wenigen Quadratmetern, mit zu wenig Auslauf und zu wenig Kontakt zu anderen Pferden. Die Haltung vieler Pferde ist von der natürlichen Lebensweise weit entfernt. Das kann krank machen. Untersuchungen zeigen, 30% der Boxenpferde zeigen auffälliges Verhalten. Früher wie heute wurde das Pferd geliebt und verehrt, aber auch geschunden und ausgebeutet. Für das Pferd wäre es vielleicht besser gewesen, es wäre dem Menschen nie begegnet. Oh, wie schade, schon vorbei. Glücklicherweise haben wir noch mehr Videos. Einfach da abonnieren, dann kommen die automatisch zu Ihnen. Oder, falls Sie es gar nicht erwarten können, entweder da oder da klicken, da gibt's noch mehr schöne Filme.